Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man. Ausrüstung verfügbar. In der letzten Folge haben wir ein paar Sachen erledigt und sind am Schluss noch zur Richtung Hauptmission gegangen, wo uns Martin Lee erklärt hat, was mit der Maske los ist. Oder wir hatten nachgefragt, was die Maske bedeutet. Der kam dabei ein bisschen fischig, meiner Meinung nach, rüber. Und jetzt müssen wir ein bisschen in der Stadt rum hantieren, weil wir momentan keine neue Aufgabe haben. Also dachte ich, wir schauen, dass wir in diesem Gebiet jetzt mal einen Haufen Zeug sammeln. Es fehlen ja auch, wenn man sich's anschaut, nicht mehr viele Rucksäcke, dann haben wir alle. Die meisten sind hier drin. So. Bitte, Mr. Lee sprach mich an. Erschien besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm aufrichten. Hab dich lieb, Peter. Okay, dass er direkt danach zu unserer Tante ging, das ist besorgniserregend. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lee nicht der ist, den er vorgibt zu sein. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Anprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... Ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Ach, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Bro, was für ein Auto muss ich denn suchen? Ah ja, ich sehe gerade schon. Hier gibt's nicht viel. Hier irgendwo ist es. Mein Hörer hat hier in der Nähe Hilferufe empfangen. Auto hier? Hier. Sie sind in Sicherheit. Sie dachten, ich wüsste, wo Fisk sein Geld versteckt, aber ich bin nur der Kassierer. Oh nein, Sie sind zurück! Wer ist zurück? Du bist, das geht nur ihn und mich was an, Spider-Man. Ja, jetzt kriegst du das aus die Fresse. Du Alter, hui! Bum, bum, bum. Na, wieso zum Geier seid ihr eigentlich alle so komisch? Alter, komm schon. Lass mich in Ruhe. Alter. Okay. Und down mit dir. Und so eins aufs Maul gibt's jetzt sowas. Okay. Ist da noch irgendwo einer? Nee, passt. Schlägerverbrechen im Midtown. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn? Neue Anzüge. Ah ja, der Negativanzug. Aber wir brauchen dafür halt Forschungsmarken. Der sieht... Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir bessere irgendwann. Was ist denn der letzte Anzug, den wir kriegen? Stufe 45. Na egal, egal. Da bin ich nicht. Komm schon, was habe ich denn gesucht? Sammlungen. Rucksäcke. Das letzte müssen wir suchen. Noch anhören. Captain Watanabe hat mir ihre Handynummer gegeben, als sie mir endlich vertraut hat. Sie riskiert viel. Wenn bekannt wird, dass sie mir hilft, verliert sie ihren Job. Und ich beende kurz die Aufnahme. Meine Synchro, glaube ich, spinnt gerade ein bisschen. Für euch geht's gleich weiter. So, da bin ich wieder. Sollte hoffentlich jetzt klappen. Und naja. Ich wollte ja gucken wegen Rucksäcke, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Bei Oscorp. Ja, weil wir uns fehlen halt echt nicht mehr viele Rucksäcke. Und dann machen wir die jetzt einfach mit. Man findet nicht jeden Tag jemanden im Kofferraum. Naja, also ich irgendwie schon.
Ja, Peter, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, dass du immer wieder jeden Tag Leute im Kofferraum findest. Ja, dann renne ich halt hoch. So, hier irgendwo ist der Rucksack. Okay, hier unten ist er. Warum ist er da unten? Warum ist er da? Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Und eventuell auch wegen einer Blutprobe, Peter. Ich hätte es auch nicht abgegeben. Der hat dich verprügelt. Da wird wahrscheinlich dein Blut drauf sein, wenn die das dann ins Labor schicken, um uns zu finden. Und wir irgendwann mal, sei es nur wegen... wegen... Fuck, wie heißt es? Weil jemand neidisch auf uns ist und uns irgendwas anhängt und die Polizei uns trotzdem dafür einsperrt und dann unser Blut nimmt, irgendwie, warum auch immer. Dann hätten sie eigentlich schon rausgefunden, wer Spider-Man ist, also... Naja, besser so. Dass du es nicht abgegeben hast. So. So, dahinter muss ich... Kann ich irgendwie... So, hier. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Gut, ist hier irgendwo ein Rucksack? Der hier. Gut, da oben ist er. Komm schon. Achtung, an alle Einheiten. Ein Drogendeal? Drogendeal? Da ist er, der Rucksack. Als MJ und ich uns um den Mietvertrag beworben haben, dachte ich, wir ziehen zusammen ein. Stattdessen haben wir uns getrennt. Ich bin manchmal echt blind. Name Dr. Otto Octavius. Not business or family related. Should be long time friends. May Parker. Not business or family, Alter. Norman Osborn. Wahrscheinlich dein bester Freund. Otto Octavius, Arbeit. May Parker, Tante. Also wunderbar, nicht Arbeit oder Familien. Gut. Ich sehe sie sowieso unten. Oder besser gesagt, da drüben ist es ja. Da hier unten, da unten, da unten, da unten. Du, wie kriegst du das Maul? Ja. Ich verliere sie. Fuck, Alter. Bro, what the fuck? Warum sind die auf einmal eingestiegen ins Auto? Jetzt kriegst du dann so aufs Maul, Alter. Ja, gut. Ja, dann haben wir einen schon mal. Ein zweiter war noch drin, gell? Oder ein dritter auch noch, weil der Fahrer fehlt noch. Der Fahrer fehlt noch. Und du gehst jetzt drauf. Jetzt muss ich dich festhalten, 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 festhalten. Geschafft. Und da steht. Gut gemacht, Peter. Nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Oben. Gut, oben. Oben. Ich höre schon. Da oben. Oder. Hä? Ah, da oben drinnen. Rhino-Fragment. Rhino hat mich fast getötet, bis ich ihm den Hornsplitter abgebrochen habe. Dann wusste ich, woraus sein Kostüm war. War trotzdem nicht einfach, ihn zu schlagen. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur daran denke. Na, da Peter. Voila, die Waldfee. Da hinten ist ein Wahrzeichen, das nehmen wir gleich mit. Gut, dass ich die Kamera auch so nehmen kann. Gutes Foto. Botschaft. Dann gehen wir halt darüber. Das heißt, wir sammeln heute eigentlich nur, denke ich. Und schauen, dass wir so viel sammeln können, wie wir können. So viel sammeln, wie wir können. Weil wenn wir es jetzt machen, dann fehlt es uns später nicht. Ja, wieder geil.
präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht ruhig. Sie ist nicht friedlich. Sie ist eine tickende Zeitbombe. Unter der Oberfläche brodelt es, als würde ein hungriger Hai warten. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von uns ist das. Fuck, ach, da ist eine Brücke, safe, irgendwo hier. Habe ich mir denken können. Alle Einheiten, verfolgtes Fahrzeug gemeldet. Haben einen Vorfall bei Grand Central. Bro. Kämpf weiter für das Gute. Mach ich doch. So, den Rucksack wollte ich noch holen. Schneekugel. Ich hätte fast diese Schneekugel für Tante May vergessen. Die Liebe zu der Stadt habe ich von ihr. New York, hm? Ist irgendwas in der Nähe? Irgendwie ganz in der Nähe? Ja, das Wahrzeichen hier. Ja, so ganz in der Nähe ist es zwar nicht, aber passt schon. So. Und hier ist es. König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. So, da hinten. So. Achtung, Einheiten vor Ort. Haben Meldung über Einbruch. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Okay. Der sagt halt nicht immer was. So, da oben ist es also. Hm? Dann verprügeln wir heute ein paar Leute. Heute ist hier aber nicht Tag der offenen Tür. Wow, alle haben ihre Schlüssel. Bumm! Bumm! Und dann ist aufs Maul jetzt. Und down! Und eins aufs Maul. Du bist down. Du bist down. Oder auch nicht. Und du bist down. Und down. Warte, bist du down? Dann kriegst du noch eins aufs Maul. Dun. Dun. Wann habe ich den Move jetzt nicht mal gemacht? What the fuck war das für ein Move gerade? Später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Holy shit, Peter, was hast du denn gerade in der Luft abgezogen? Bist du gerade nochmal in der Luft auf ihn drauf gesprungen? In die Richtung müssen wir an umdrehen. Alter, Peter. Aber ich wundere mich, was mit den anderen Sachen sind. Ein paar Sachen werden wahrscheinlich Nebenmissionen sein. Gibt es, glaube ich, auch einen in diesem Distrikt wieder? So. Ich konnte dem Prototyp des Spider-Tracers nie genug Reichweite geben. Aber ich habe die Technik in meine Netzfallen übernommen und da ist sie sehr nützlich. Hm. So, jetzt muss ich mich beeilen, weil ich da hinten ein Verbrechen höre. Da unten meine ich hier. Oder da drüben. Da drüben. Das ist ein Überfall. Nun! Ja, da komm. Komm schon. Alter. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, Alter. Alter. Und eins aufs Maul gibt's. Und durch mit ihm durch, Alter. Muss ich dich echt so abgreifen, Alter. Hui, hui, hui. Und zwei. Drei. Und eins aufs Maul. Und jetzt gibt's den Gullideckel, wollte ich sagen. Gullideckel gibt's nicht. Weil alle mich hier ausweichen. Und das Maul gibt's. Oder auch nicht. Ich gebe jetzt aber das Maul. Gehst du mal drauf? Bro. So. Down mit dir. Down mit down, down. Bro, holy shit. Da komm schon. Alter, echt jetzt? Ich hätte meine Fähigkeit nehmen sollen. Ah, egal.
Egal. Aber ich starte ja wieder hier vor dem Gebäude, also passt's ja. Weil hier ist es ja. New York Library. Ah, das Gebiet ist halt echt fast fertig, ne? Und ich glaube, ich werde die Ladesequenzen rausschneiden, wenn es hier gibt. Muss halt gucken, wenn ich es hinkriege rauszuschneiden, dann schneide ich es raus, wenn nicht, dann lasse ich es drin. Aber sie unterbrechen halt auch das Feeling vom Game, ne? So, mal gucken. Fantastisch. Times Square. Ist hier noch ein Rucksack da drüben? Ben, okay. Okay, Peter, beeilen, hochrennen. Du musst zur Arbeit? Ja, muss ich auch. Sollte ich eigentlich gehen. Aber ich lasse mir zu viel Zeit. Wäre krank, wenn es Time Limits gäbe, von denen man nichts weiß, ne? Dass manche Hauptmissionen einfach verschwinden nach der Zeit. So, hier ist der Rucksack. Und was ist da drin? College Abschlussarbeit. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Deswegen habe ich den Job bei Dr. Octavius bekommen. Ey, das ist, glaube ich, beste Note in Amerika, wenn mich nicht täusche. Stufe 12 können wir bald fertig machen. Fähigkeitenpunkt. Geben wir direkt aus. Halte 3 gedruckt, um kleine Waffen wie Pistolen und Stöcke auseinanderzureißen. Das ist wichtig. Wenn du einen Gegner wirfst, drücke im Wurf schnell. Moment, das kann ich ja irgendwo. Warte, habe ich doch gelernt. Was war's? Ah ja, probieren wir mal die Tricks, oder? Kreis und X. Und Kreis und Dreieck. Bro, Alter. Bro, Alter. Okay. Okay. Jetzt sind da Haufen hinten, Haufen Wahrzeichen hintereinander. Holy. Wo denn? Da fährt's, kommt gerade auf mich zu. Bro! Peter! So, jetzt da. Da kriegst du das Maul. Da kriegst du jetzt hier, kriegst du das Maul. Nur noch der Fahrer. Nur noch der Fahrer und jetzt hat's. Down. Gibt's noch mehr Leute, die da kommen? Wow, Alter, komm schon, muss ich echt so schnell sein? Waren's alle? Mehr Verbrecher? Das wird ein Internet-Hit. Alter, komm. Und du kriegst jetzt das Maul hier. Dumm. Und dann das Maul gibt's. Und das Maul gibt's, hab ich gesagt. Jetzt kriegst du uns das Maul hier. Da. Sprung und down. Und Sprung und down und schmeißen. Ja, so war es, glaube ich, schmeißen. Schmeißen, runter. Runter, schmeißen auf die Straße. Boom. Runter und auf die Straße. Kommen wir noch mehr? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt sowieso schon zu viele irre Raser hier. Da ist es ja, da ist es ja. Gut, dass ihr aussteigt, Polizisten. Da oben, hier stelle ich mich drauf und mach's Foto. Meisterwerk! Peter, du liebst anscheinend die Bilder. Sowas, genau. So. Bro, what the fuck machst du da? Was ist das für eine geile Kapelle? In den Kofferraum eines Wagens gesperrt. Spider-Man hat ihn rausgeholt und die Verbrecher bei ihrer Rückkehr verhaftet.
Den letzten Teil hatte ich wegen der völligen Inkompetenz meines Praktikanten nicht verstanden. Aber überlegen Sie mal, Spider-Man könnte die Entführung auch arrangiert haben, um Ihren Mann zu retten und die Lorbeeren zu ernten. Das scheint mir viel Aufwand, wenn man auch echte Verbrechen verhindern kann. Wir stecken in einer Pattsituation. Alles Gute für Sie und Ihren Mann. Jared, mach Werbung, dann feuer dich selbst und stell dich wieder ein, bevor die Werbung endet. Aber jetzt hängt dein Job am seidenen Faden. Ich würde dir sofort den Lohn halbieren. Bro, what the fuck ist mit dem los? Alter, ne? Alter. Feuer dich selbst und dann stell dich wieder ein und das alles, bevor die Werbung endet. Da ist Rucksack und das Verbrechen mache ich jetzt auch noch. Bewerbung. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. Echt? So, da unten ist irgendwo... Ich sehe schon. Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Und dann, Leute, ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Bumm. Und dann ist das mich. Auf unser Maul gibt's. Unser Maul jetzt, hab ich gesagt. Alter, komm schon. Ja, kriegst jetzt Anzugkraft. Ja, das Maul gibt's. So, eins aufs Maul gibt's, hab ich gesagt. Und eins aufs Maul gibt's nochmal. Du gehst aufs Maul, weil dich krieg ich sonst nicht hin. So, so, so. So, eins aufs Maul gibt's für dich. Und eins aufs Maul gibt's hier. Holy shit, Alter. Komm hier. Komm schon. Ach, ich, wenn ich sie eingespinnt habe und gegen Gebäude schließe, dann funktioniert das genauso. Geil. Duins. Und noch unten mit dir. Du bist down. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten 5. Oder den letzten 5. Wie auch immer. So, dann sammle ich, glaube ich, noch die 2 Rucksäcke hier ein und dann bin ich die Folge. Machen nebenbei vielleicht noch ein paar Tricks. Also bin ich weg. Wo ist der Rucksack? Ah, da drüben. Ab und zu bin ich echt verwirrt, wenn ich was markiere. Muss ich echt mal auf die Minimap schauen, wo das Zeug ist. Auf dem Gebäude, okay. Oh, da drüben muss ich lang und hoch. Hoch mit dir. Aber schon geil, dass an Wände hochklettern kann, also hochlaufen. So. Hier. Mann, ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh. Holy shit, Alter. Vor 6 Jahren wolltest du dich waschen. Es kam ein bisschen was dazwischen, hä? So. Aber wenn man sich das anschaut, nicht mehr viel und dann ist eigentlich die Karte, was man also jetzt alles machen kann, fertig. In 800 Metern ist das echt. Ah ja, egal. Wenn man schwingt, geht die Zeit viel schneller vorbei. Hui. Holy shit. Anzugkraft bereit und nochmal spinnen, rollen, rollen und es gibt ordentlich Boost, Alter. So. Holy. Wie viel XP waren das jetzt? Würde ich gern wissen. Ja, nach oben mit dir. Ah, ist mein Rucksack, ja. Das Stück von Shockers Originaluniform zeigte mir, wie ich mich vor den Druckwellen schützen konnte. Natürlich hat er es dann geändert. Hm. Naja. Dann, was markieren wir noch? Was machen wir nächste Folge? Ich glaube, wir gehen hier runter, machen dann hier, arbeiten uns hier vor, gehen dann hier rüber, machen die Baustelle oder so und dann gehen wir hier hoch. Aber... Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Euer Gladius.